Pues es una medicina de bienestar. No, de Luigi. Maria Troni Castelli. Buona. Такой из металла сделан дом полностью. Он полностью металлический. Видите, да? Полностью как бункер. Вот такой дом архитектора. Thank you.
Genau. Geschätzte Damen und Herren, lieber Hausherr, liebe Frau Judith Weisenböck, der Herr Architekt ist auch irgendwo in der Nähe, da ist er. Also ich darf als Bürgermeister der Gemeinde Großkirch einmal recht herzlich begrüßen zur Eröffnung der Ausstellung MySpace von Max Seiwald. Dürlach 192 ist eine besondere Hausnummer und ein besonderes Objekt. Das heißt, Max Seiwald hat 2018 ein altes Objekt unter die Lupe genommen und es so errichtet, wie es heute vorfindbar ist. Und wie gesagt, man kann als Gemeinde nur stolz sein auf Max Seiwald und alle, die ihm geholfen haben, mit dem Architekten und der gesamten Familie dieses Objekt zu errichten. Und so ein Objekt ist nicht ganz so spurlos, sage ich einmal, auch beim Gemeinderat und den Gemeinderätinnen vorübergegangen, sondern es war eine große Herausforderung, es überhaupt genehmigen zu können. Und wer die Berichterstattung ein bisschen verfolgt hat, wird wahrgenommen haben, dass man dieses Haus auch den Eisenkübel genannt hat und niemand geringer als der ehemalige ÖVP-Vizebürgermeister hat diesen Namen auch damals diesem Haus gegeben. Nichtsdestotrotz ist dieser Name auch erfolgreich geworden bis zum heutigen Tag. Und man muss sagen, 2019 wurde dieses Objekt auch für den Bauherrenpreis nominiert. Ist die erste Auszeichnung und last but not least, 2021 wurde dieses Objekt eben für den XI Architektur Award nominiert, also eine besondere Auszeichnung für Max Seiwald, muss ich sagen, für dieses Objekt. Alle können auch über das Internet einmal nachlesen, was dieser XI Award auch bedeutet. Hier werden eben besondere architektonische, außergewöhnliche Designlösungen auch prämiert und ist eigentlich was ganz, ganz Besonderes. Finden kann und darf Max Seiwald auch herzlich danken dafür und auch bitten für die Zukunft. Ist es auch ganz wichtig für so einen historischen Ort wie Großkirchen, dass das vielleicht auch Fortbestand hat. Also noch Möglichkeit
suchen wir darum. Wir sehen, jedes Jahr kämen mehr Interessierte und nämlich wahrscheinlich auch dieses Jahr wegen dem Ausstellungstitel. In der Tat, wie haben wir es gemerkt, wegen dem Tatort hat man ja auch in der Region schon viel gedreht. Und auf der anderen Seite ist es auch interessant, von der Figur zur Form. Ich hätte sie ja umgedreht vielleicht auch, aber es ist natürlich verlockend, dann doch darüber nachzudenken, was das auch bedeutet. In diesem Sinne glaube ich, dass die Frau Judith Weißenböck uns Näheres zu dieser Ausstellung auch sagen wird. Auch dir, ich habe mir erlaubt, die schöne Frau bei du anzusprechen, also wer losgegangen ist, wir sind über 1000 Meter. Also, du seist herzlichst willkommen. Ich wünsche allen auch weiterhin eine schöne Zeit, einen schönen Sommer und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Danke. Sehr wohl auch an diesem Tatort, das ist nämlich kein schlechter Titel für das, was Max hier alles verbricht und dass wir heute sehen können. Ich denke, die meisten von euch, ich bleibe jetzt auch einfach beim Du, kennen ihn ja schon wirklich lange, kennen wahrscheinlich so Ausschnitte aus seiner Arbeit, kennen die Sommerausstellungen, wo Max ja mit Vorliebe auch andere Künstler oder Künstlerinnen bis jetzt gezeigt hat und heuer sich erstmal auf seinen eigenen Weg konzentriert. Und der ist wirklich ein sehr interessanter Weg. Wirklich eine Bandbreite an Arbeiten zu bieten, die ihresgleichen sucht. Das träume ich sozusagen ein bisschen in der Kunst- und Kulturwelt in Wien und Österreich auch aus. Und so dokumentiert die diesjährige Ausstellung nämlich wirklich seinen Weg von Beginn an. Und das eben zum allerersten Mal gezeigt werden. Und bei Max kann man wirklich davon sprechen, dass er ein Frühstarter ist, denn die ersten Strukturen, die ersten Figuren eigentlich hat er tatsächlich schon mit 10 Jahren gemacht und die sehen Sie heute auch gleich. Wie kann man sozusagen, wenn man in einem Bogen über seine Arbeit spricht oder eine Schlagzeile formulieren sollte, würde ich sagen, Max ist ein scharfer Beobachter von allem, aber vor allem auch von Menschen, von ihren Haltungen, von ihren Körpern, von ihren Bewegungen. Das wird, ihr werdet es sehen, nicht nur in den Skulpturen, Objekten deutlich, sondern auch schon in den Skizzen, in den Studienzeichnungen, die heute ausgestellt sind. Und jetzt zum Untertitel von der Figur zur Form. Wir machen jetzt dann gleich einen kleinen Rundgang, wie eben der künstlerische Prozess vonstatten gegangen ist, wie Max Seibold sich eben von der Figur immer mehr zur Form, wie hier schon stehen, entwickelt hat. Und dazu, weil ich als Journalistin wahnsinnig gerne Fragen stelle, habe ich mir ein paar Fragen vorbereitet. Wenn Sie welche haben, schreiben Sie es ruhig auch dazu. Und wenn ich gesagt habe, wir machen einen kleinen Rundgang, würde ich sagen, Max, wir wechseln jetzt einfach mal dort ans Ende und beginnen in der Volksschule in Adria. Dies hier. Ich kann mich erinnern, ich habe mit 5 Jahren das erste Vogelhaus zusammengenommen.
weil eben die Fresken dort waren, weil eben die Nägel dort waren und weil man eben vielleicht mal mit dem Vater gesehen hat, wie er gewisse Dinge macht. Und man hat sich was abgeschaut und spielerisch quasi schon langsam irgendwo hingeblickt. Aber es war überhaupt nicht klar, dass man jetzt Kunst macht, sondern es war einfach ein vierter Prozess, etwas irgendwie darzustellen. Ja. Und wenn wir noch bei den ersten Ausbildungen bleiben, du hast ja dann eine Lehre gemacht als Tischler. Inwieweit würdest du heute sagen, ist diese handwerkliche Ausbildung auch entscheidend gewesen für deinen Weg als Tischler? Ja, für mich war Tischler ein sensibler Beruf, der eigentlich alle Lehren hier. Man hat Berührung mit dem sozialen Umfeld, weil man hat auch in dem Zusammenhang mit Leuten zu tun, wenn man was einrichtet. Also das deckt schon sehr viel ab. Und diese, sage ich mal, Komponenten sind natürlich für die Kunst auch wichtig, eben für den kreativen Prozess. Und eben wenn man dann später, sage ich mal, auch komplexe technische Dinge macht, da braucht man irgendwo so einen Grundstock von technischem Know-how, das überhaupt zu bewältigen. Man kann es dann übersetzen, egal was es dann für ein Material ist, aber man muss es zuerst einmal wissen. Bevor wir uns dieser wunderbaren Figur nähern, kommen wir gleich in die Zeit an der Akademie für Bildende Künste in Wien. Wenn sich die liebe Familie da mal ein bisschen umdreht, da sehen Sie hier an den Wänden viele Studienzeichnungen von Max und Bier eigentlich, vielleicht noch ein bisschen gemacht hat. Noch viel mehr auf Linien, auf Flächen. Wie war der Prozess, wie war der Schritt in deiner Entwicklung? Zu der Zeit war ich schon in Venedig. Also andere Einflüsse. Beim Aframides ging es noch um die stehende Figur, das heißt ein Ausfallschritt oder eine Kontrapoststellung. Ne? Das war in Venedig nicht mehr wichtig für mich, weil eben der Einfluss auch nicht da war. Also da waren die Modelle nie stehend, sie waren liegend. Und das sieht man so auch an den Zeichnungen, dass ich dann schon versucht habe, eben in dieser liegenden Figur für mich eine Form zu finden. Und da habe ich dann die liegende, das ist jetzt Wahnsinn da, das war dann die erste Figur, die ich gemacht habe. Und ich habe natürlich versucht, mit demselben Prinzip der Oberflächenstruktur zu arbeiten wie bei der anderen Figur, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Das ist dann einfach zu komplex geworden. Nicht? Also habe ich dann müssen einfach reduzieren auf Linie und Fläche. Und so wirkt das ganz anders. Ich habe die als erstes genau in demselben Prinzip durchmodelliert und ich habe sie nach 3 Wochen weggehauen, weil es einfach nicht passt. Deshalb diese formale Neugestaltung. Und bei der Figur sieht man es dann auch nicht. Das ist im Prinzip dieselbe Figur wie die. Aber hat natürlich eine andere Form. Nicht? Sie ist voller. Es geht schon Richtung Form. Ja? Du hast gerade den Einfluss von Venedig angesprochen. Jetzt wissen wir, du hast ja sozusagen quer durch Europa gelebt und gearbeitet, von Italien über Kroatien bis Polen, viele Kulturkreise kennengelernt. Bist eben gleichzeitig da am Berg in und mit der Natur aufgewachsen. Was würdest du sagen, was ist der stärkste Einfluss für dein künstlerisches Schaffen? Naja, die ersten Jahre sind immer bezeichnet, sage ich jetzt einmal. Nicht? Einflüsse gibt es dann überall. Nicht? Und jede Kultur hat irgendwas Interessantes, was Besonderes. Man muss es sich halt herausnehmen und mitnehmen und dort verwerten, was eben sinnvoll ist. Wir müssen mal kurz auf die Liegende schauen. Es ist ja interessant, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, ich habe jetzt gar nicht an eine Figur, an eine Liegende gedacht, sondern eigentlich eher schon an Architektur der Form. Es gibt auch schon Studien zur Architektur, nur war das da noch nicht so klar, wie das wirklich ausschaut. Also es hat Gibt es irgendwo, wo ich dann schon parallel bei dieser Aktstudie schon nebenbei anfange, irgendeine Architektur zu konstruieren. Nicht? Das gibt es dann auch. Nicht? Weil ich dann schon weiter denke, was will mir der Körper noch mehr sagen, als das, was er eh sichtbar ist. Ja? Und da wandern wir jetzt, herzliche Einladung, wir wandern jetzt gleich weiter zu den architektonischen Elementen in der Arbeit. Da sehen wir jetzt gleich mal.
Da ist noch genug Platz davor. Kommen Sie her. Und da sehen wir schon, dass die. Es ist noch Platz, wenn wer vor mir ist. Da ist noch. Ja, und da sind wir jetzt gelandet bei den Säulenelementen, Modulformen. Da wird Max Faber für Architektur schon ganz deutlich. Meine Frage hier, bevor wir da uns den einzelnen Objekten widmen, woher kommt denn Faber für Architektur? Gab es das vorher schon oder hat sich das über die bildhauerische Arbeit entwickelt? Es hat sich sicher über die bildhauerische Arbeit entwickelt. Ich wollte ja diese Figur auch weiterbringen. Aber das Interesse ist deshalb so, ich meine, mir schwebt immer ein bisschen so eine Bauhausidee vor noch. Weil irgendwo hat sich die verflüchtigt. Und für mich ist Architektur schon so etwas wie ein Gesamtkunstwerk, wo Design, wo sehr viele Elemente aufeinandertreffen. Und eigentlich betrifft es ja alle Menschen. Die Architektur betrifft ja jeden, weil jeder wohnt in einem Haus. Und das Leben für sich tagtäglich zu gestalten, das hat für mich schon eine große Bedeutung. Ne? Und ich sage auch immer, die Kunst, die muss sich nicht nur im Museum abspielen, die kann sich auch bei jedem im kleinen Bereich, wo es möglich ist, irgendwo entwickeln. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich diese Objekte sehe, dann macht, okay, mit dieser Idee, der Künstler wird von der Muse geküsst und dann macht er halt geschwind sein Bild oder seine Skulptur. Das stimmt offensichtlich nicht, weil die Skizzen an den Wänden belegen es auch, die sind ganz, die sind wirklich konstruiert, ausgeklügelt. Das heißt, es setzt ein ganz hohes mathematisches und technisches Verständnis voraus, oder Erik? Das ist ja zum Beispiel bei diesen Modulen, ja. Das ist beispielsweise ein Einzelstück von einer Säule. Und aus 8 Stücken konstruiere ich diese Säule, die sich in der Drehung, die Drehung nehme ich mit der Bewegung und gleichzeitig hat es eine vertikale Kurve. Und das ist ganz klar jetzt von einem klassischen Prinzip der Proportionslehre abgeleitet, wonach eben genauso ein Teil ein Achtel ist von der Körpergröße. Ja. Also das ist der Achtel ist die Kopfgröße oder 4/8 wären bis da. Nicht? Also ich habe dieses Gestaltungsprinzip schon mitgenommen. Und bei diesem Element, das ist aus einem Radius konstruiert, nicht? Also alle Linien sind mit einem Radius konstruiert. In all deinen, egal ob es in den Figuren ist oder in den Formen, ist die Bewegung sehr dominant. Und obwohl du ja mit Holz, mit Stein, in Bronze, Aluminium, also mit sehr hartem, sehr festem Material arbeitest, habe ich immer das Gefühl, die stehen nie still. Was hat es damit auf sich? Ja, die Bewegung kommt eben aus der Natur. Und für mich war es wichtig, dieser toten Materie, in Anführungszeichen, weil wenn ich jetzt einen Quader hinlege, der hat zwar perfekte Form, aber er ist irgendwo tot für mich. Also es braucht irgendwie eine Spannung und deshalb diese Dynamik war für mich wichtig hineinzubringen in die Formel. Jetzt sind wir halt also von der Figur, also der geschlossenen Form zum Raum gekommen, kann man das so sagen, in deinen Arbeiten mit diesen Hohlformen in den letzten Jahren hast du dann das Geschlossene aufgebrochen? Ist es ein Aufbruch? Naja, es ist wirklich ein Aufbruch, aber es hat sich ergeben eben mit diesen Holzarbeiten und nachdem diese Holzstäbe ja teilweise faul waren, also innen morsch, jetzt habe ich mir überlegt, wie kann ich das Material am besten verwerten und ich habe gesagt, naja, ich mache eine Hohlform und da ist mir die Idee eben gekommen, dass sie einfach die geschlossene Form aufbricht, dass es nicht mehr eine Skulptur ist, nicht mehr das Objekt, sondern dass es schon etwas konkret Architektonisches wird. Eben, man kann sich das ja größer vorstellen, 20 Meter groß oder so, man könnte sich das auch vorstellen, dass ein Meer schwimmt, das schwimmt wahrscheinlich besser wie ein Schiff. Ja.
Der Stein, istrischer Kalkstein, war 14 Tonnen schwer. Max, was war die Herausforderung bei diesem Stück? Ich habe das erste Mal so einen Riesenstein als Hohlform gemacht, und wenn man jetzt in den Skulpturenpark ist, der schon seit 60 Jahren besteht, einer von den wichtigsten Parks in Europa, da gibt es auch keine Hohlform. Und für mich persönlich war das dann wirklich eine Challenge, nachdem es quasi die Form schon gegeben hat, sowas in Stein umzusetzen. Und natürlich habe ich jetzt keinen Kernbauer gehabt, ich habe mir aber extra dafür einen besorgt, um genau das zu machen, weil wenn ich mir jetzt was einbilde, dann setze ich natürlich alles drauf an, damit es also wird. Und jetzt war das alles nicht so leicht für mich, das erste Mal mit einem Kernbauergerät überhaupt da 2 Meter in die Tiefe zu bohren und eben schauen, dass das auch in der Drehung nicht irgendwo dann seitlich zu weit am Rand ist, weil dann ist natürlich sichtbar der Fehler. Und das sagt, bei so einer Arbeit, die geometrisch nachvollziehbar ist, das wird jeder sehen, wenn da irgendwas nicht stimmt. Naja, es ist mir gelungen. Und wie? Ja, dann würde ich sagen, schauen wir, staunen wir, holen uns was zu trinken. Jetzt haben wir sehr viel gesprochen. Die herzliche Einladung, Sie einfach alle Zeichen, alle Objekte nochmal genau anzuschauen, zu fragen, wenn es Fragen gibt, und uns allen einen wunderbaren Abend zu wünschen.